Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Mit den schönsten Menschen, die wieder eingeseppt haben. Eingeseppt, hat man früher gesagt. Rumseppen. Kennt das noch irgendjemand von euch? Ich glaube schon. Ich glaube, hier bei Seven West Wild gerade gucken auch ein paar ältere Leute zu. Rumseppen. Früher. Das war Beste. Das vermisse ich ein bisschen am Fernsehen. Also keiner guckt Fernsehen mehr, logischerweise, aber Rumseppen war immer cool. Anyways, Freunde, wir sind heute beim nächsten Seven West Wild Interview angekommen und wir schauen uns heute an, wie Otto seinen Urlaub fand. Wir geben uns heute das Urlaubsreview von Otto. Er war ein bisschen Gran Canaria für eine Woche, ein bisschen entspannt so, einsame Insel. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Es wird, glaube ich, sehr unterhaltsam, wie lustig und einfach Otto es fand, glaube ich. Und ich sage, er wird sich nochmal aufregen, dass es zu einfach war, dass er den härtesten Spot wollte, ihn aber seines Erachtens nach zumindest nicht bekommen hat. Ich freue mich drauf. Das hier ist das fünfte der siebenteiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Otto. Danke, Dave, guter Mann. Danke. Wie hast du dich auf deine Teilnahme von Seven vs. Wild Staffel 2 vorbereitet? Vorbereitet, ja, eingelesen natürlich ein paar Dinge. Ich war selber schon mal in Venezuela, in Brasilien, habe da schon Dschungel Survival gemacht, aber durchschlagen im Inland, nicht auf einer Insel, muss man sagen, dazu. Und schon vorbereitet. Ne? Ich habe mich mit Kameraden vom Bundeswehr getroffen, die Dschungelkampfausbilder sind. Das ist natürlich viel auch Taktisches dabei, was jetzt hier krass völlig interessant ist. Aber natürlich auch das ganze Mal Leben im Felde, so nenne ich es mal, was wir da draußen gemacht haben. Ja, hat mir schon eine Menge reingezogen. Gerade an Büchern und Austausch mit Kumpels und Kameraden und Sachen getestet selber. Fand ich gut. Hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Richtig Spaß. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie du dich equipmenttechnisch vorbereitet hast? Auch wenn es bei dir scheinbar wenig auszuwählen gab, sind dir eine Menge Gedanken und Planung in deinen Gegenstand geflossen. Ja, du meinst in einen Gegenstand, ne? Es war ja alles klar, ich nur einen Gegenstand, ja. Genauso ein Gegenstand. Ich dachte, okay, der muss schon ganz, ganz besonders werden. Und da ist natürlich die Entscheidung, entweder wird es eine Machete oder es wird ein Feuerstahl. Ne? Oder man hätte auch Wasserfilter nehmen können, aber ich weiß, ich habe einen guten Magen, brauche ich keinen Wasserfilter. Feuer, ich denke so, theoretisch kommt es auch noch Essen, klar, aber ich muss mir auf jeden Fall irgendwas bauen. Oder. Ja, ja, safe Machete. Allein für Kokosnuss. Allein um Kokosnüsse zu öffnen. Gut, haben jetzt alle Teilnehmer nicht so wirklich gemacht. Knossi hat, glaube ich, mit am meisten noch gegessen. Otto ja nur die eine. Aber allein um die Möglichkeit zu haben, ne? Durchkommen, also kannst du die Machete sein. Und Kumpels von mir haben halt ein kleines Unternehmen, wirklich ein Mini-Startup aus dem Sauerland, aber hochtechnisiert mit, oha, mit Titangriffen machen. Und habe ich gesagt, pass auf, können wir nicht irgendwie auch. Machen eigentlich gar keine Macheten. Ich sage, kriegen wir irgendwie eine Machete hin? Ja, klar, können wir machen. Und dann hat es der Entstehungsprozess in Gang gesetzt worden mit Zeichnungen, was ist schön, was gefällt mir. Voll nice, das war so eine Custom-Made-Machete. Schleifen mit verschiedenen Stärken. Das wusste ich nicht. Was kann man noch mit einbauen, also diese kleine Ecke oben zum Kokosnüsse knacken, zum Schalenknacken von Krebstieren zum Beispiel. Und so ist halt wirklich, da haben wir so einen Prototypen da gehabt, den ich erstmal richtig auf Herz und Nieren getestet habe, noch ein bisschen was verändert. Und der Gegenstand ist mir halt mega ans Herz gewachsen. Das ist meine Machete, selber entworfen. Krass, das wusste ich gar nicht. Okay, das ist schon nice. Das ist richtig geil irgendwie. Monate Arbeit. Und dann kommt Fritz mit seiner Gammelmachete, die schon angegammelt da rumlag. Eingesteckt, also liebe bis ins kleinste Detail. Und ich liebe meinen Gegenstand einfach. Also und bin mega happy, mit dem da reingegangen zu sein. Ja. Nicht nur, dass es unterschiedlich viele Gegenstände für die verschiedenen Teilnehmer gab, auch der Drop-Off wurde weiter auf die Spitze getrieben. Wie war der Tag für dich? Gut, wie war das? Sehr entspannt, bis auf, stimmt, gar nicht so entspannt. Otto hatte massive Rückenschmerzen, massive Probleme, Rücken, Beckenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur. Nur eine wach werden. Stimmt. Ich weiß, im letzten Jahr hat das Orga-Team die Leute wach geklingelt, irgendwie um 5 Uhr. Ja, ich war um 2 Uhr wach, bin dann erstmal ins Gym reingegangen, bisschen ja. Runde trainiert. Ganz entspannt, ja. Uniform angelegt, habe ich Tarnschminke aufgelegt, dann habe ich gesagt, alles klar. Dann wechsle jetzt mal das Orga-Team. Wenn die mich nicht wecken, mache ich das halt. Hab dann den Max erwischt, der natürlich völlig verschlafen, dann mir die Tür aufgemacht hat, nee, was ist los? Ich sag, wann geht's los, Freunde? Ich bin ready. Krass. Dann hat man noch ein bisschen Zeit, morgens früh quasi noch zu quatschen, bevor es dann wirklich losging, auch zu frühstücken. Man konnte natürlich so ein bisschen erahnen, eine Insel, okay, wir waren in Panama City, also irgendwie müssen wir zu dieser Insel hinkommen. Safe. Man konnte natürlich auch so ein bisschen erahnen durch die Wandermut-Geschichten, okay, vielleicht mit Helis, vielleicht mit Booten, so also wie im letzten Jahr. Ja, dann sind wir zum Flughafen gefahren und sind aber nicht in Heli angestiegen, sondern in ein Flugzeug. Haben da ein paar Shots noch gemacht. Mega schön, kleine Maschine. Konnten mal echt sehen von oben, wie sieht das aus, wie grün ist das eigentlich. Weil wir haben ja Panama nicht wirklich kennengelernt bis jetzt oder Panama City. Und es war wirklich, wirklich schön, dass von oben hat schon mal so ein Feeling gegeben. Alles klar, jetzt kann es richtig losgehen. Also ich war heiß auf jeden Fall. Ich weiß, die anderen auch oder zum Großteil. Also, boah, jetzt lasst uns endlich loslegen. Dann sind wir hier auf dieser Insel gelandet, auf dieser kleinen Landebahn mitten im Grünen. Die Aras flogen schon da lang und das war so richtig alles klar. Die Luft hat irgendwie schon ein bisschen vibriert. Man hat gesagt, jetzt kann es echt, echt losgehen.
Ja, dann standen die Helis natürlich da. Ich so, wie super ist das denn? Und ich liebe aus dem Heli Fallschirm zu springen oder... Natürlich, jeder andere in dem Projekt springt das erste Mal logischerweise irgendwo raus. Und Otto, ja, ich lieb das, aus dem Heli rauszuspringen mit dem Fallschirm oder auch ohne. Ich lieb den Scheiß, Mann. Ich mach das jeden Tag, jedes Wochenende einfach. Fast Rope Repelling, also abzuseilen und so. Und dann noch ein Nebel, also ein Fabrikant, was der halt, Digga, er kennt jede einzelne Schraube, kann der Mann uns nennen von diesem Helikopter. Oder Modell, was riecht vom Sound her, dieser Teppichklopfer, ich liebe es halt einfach. Eingestiegen, ja, und dann erstmal losgestiegen. Das ist Ottos Weckerton übrigens. Helikoptergeräusche einfach. Helikoptergeräusche, damit er immer mit einem Auge ist auch immer so, weil er nie genau weiß, ob der Helikopter vielleicht vor seiner Haustür ist. Und boah, die Flüge dann da gemacht, bei offener Tür. Also es war einfach schon, ja, mich versetzt das immer so ein bisschen in eine Dienstzeit zurück, wo wir genau das gemacht haben, mit Türen auf, raus, Nachtsichtgerät. Krass. Und du hast die tollsten Flüge. Und hier natürlich auch an der tropischen Insel. Bitte, wie geil ist das? Also, bam, da kann man eigentlich nur explodieren, der Kopf, von den ganzen Informationen und Eindrücken. Und erstmal diese Geschichte mit diesen drei Helis geflogen und bis der erste dann ausgesetzt worden ist. Also wir konnten richtig einen Flug genießen. Es war also nicht bopp und raus, sondern wirklich diese Insel mal einsaugen, die Eindrücke von außen, dann absetzen Knossi, ihm alles Glück gewünscht und dann Nova raus. Ja, dann war ich dran und ich habe mich einfach nur gefreut, alles klar. Hab dann noch ein bisschen Spürkes in der Luft gemacht. Jetzt halben Salto noch veranstaltet, halbe Zirkusnummer gemacht. Ja, runter, zack, an Land in den Wellengang. Bei mir war natürlich kein Sandstrand, sondern wirklich grobe Steine. Das heißt, ich bin so ein bisschen an Land gestolpert. Aber dann irgendwie auf Puls, alles klar, vorwärts, sieh zu, dass du Water, Shelter, Food, also die drei Sachen abgebackert bekommst. Abgebacken, Wasser halt ganz, ganz wichtig. Sofort Kokosnusspflanzen, alles klar. Eine schon vom Baum geholt, aufgeschlagen, die war nicht passend. Eine andere dann davon, alles klar, die war passend. Da habe ich gesehen, Süßwasserquelle, ich so, okay, check, an Wasser kannst du einen Haken machen, ich habe immer Wasser, jetzt guck mal nach Shelter, habe dann eine tolle Ecke gefunden und es war ein geiler Start. Also scheinbar viel Spaß beim Drop-Off gehabt. Wie war es dann aber, als an Tag 3 die Tropenstürme losgingen, es höllisch anfängt zu regnen und es richtig... Ja, da habe ich mich gefreut, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt hier, ne? Und habe dann weiter meinen Urlaub gemacht. ...gescheppert hat. Ich liebe extremes Wetter, ich liebe wirklich Donner und Blitz, das war ein so ein episches Gefühl. Du bist dann da und... Der Mann freut sich über alles. ...ganz intensive Donnern und Blitzen, also wirklich so, boah, im Namen, mit so einer puren Gewalt. Das dann in so einer Natur zu erleben, ist was anderes wie aus dem Auto, aus dem Haus raus. Das ist einfach so... So klar, das ganze Gefühl davon. Ich fand's mega. Ich fand's richtig cool, dass dann einfach richtig das losgelegt hat. Auch mal so die taffe Seite, raffe Seite der Natur. Hat schon Bock gemacht. Ich fand's mega. Digga, einfach. Ey, einfach Otto Jürge. Einfach Urlaub gemacht ein bisschen. Ja. Also kein Problem mit dem Unwetter gehabt. Was nimmst du Positives für dich aus der Zeit mit? Ich denke eh immer recht viel nach, bevor ich Dinge tue. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie... Also ich kann sehr, sehr spontan sein, wenn es heißt, alles klar, jetzt Heli falsch umspringen, mache ich das. Aber ansonsten so um Entscheidungen, was das Leben angeht, wo möchte ich hingehen. Das habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich hier auf der Insel noch länger darüber nachzudenken, sondern was soll jetzt bei mir passieren, weil ich auch so ein bisschen am Scheideweg stehe. Ich habe eine Firma aufgebaut, die super läuft und ein paar Beteiligungen und sowas. Aber ist das das, was mein Herz erfreut? Will ich den Weg weiter einschlagen oder... Mache ich den irgendwie automatisierbar und lasse den durch jemanden führen und mache mehr, weil YouTube ist ja für mich noch... Otto macht gerade hier echt so einen eigenen Vlog gefühlt nochmal, eigenes Video so, eigene Insights. Neues, etwas mehr als ein Jahr erst. Geh einfach mehr da rein, weil das einfach super Spaß macht und ich meine ehrlich, wenn man mit dem, wo das Herz dran hängt, auch noch alles sich leisten kann, was man sich muss, und wir reden jetzt nicht von irgendeinem Tünnef, ja, dann ist das so eine Entscheidung, die ich hier auf der Insel auch mitgenommen habe und zwar in die Richtung Outdoor und YouTube. Geil. Da muss ich vielleicht mal ab und zu fragen um ein paar Tipps, weil ich null Ahnung davon habe. Also ich habe erst den 7. Stream hinter mir bei Twitch, sind zwar schon echt viele Leute irgendwie drin, keine Ahnung, was manchmal da geschrieben wird. Die Leute amüsieren sich natürlich, Otto gegen den Rechner oder gegen die IT. Dass Otto so Grund hatte ich meine Funknamen Magneto, so viel hier erzählt noch so. Zugeteilt. Eigentlich war immer Wolverine, weil ich viele Unfälle einfach nichts hatte und überlebt habe. Aber dann Magneto war, weil ich auf einem Einsatz, alles ist kaputt gegangen. Hätte ich das Mikro jetzt in die Hand genommen, danach, Mikro geht nicht mehr. Keine Ahnung warum, Mikro ist kaputt. Weißt du so. Deswegen rufe ich dich vielleicht mal an, wenn für den einen oder anderen Tipp. Geil. Ihr hattet Spaß, besonders du hast die Zeit für dich alleine genossen. Was lief aber vielleicht nicht so gut? Was hätte besser laufen können? Ja, der Spot hätte ein bisschen schwieriger sein können. Das ist das einzige Negative. Oder was war dein größtes Problem? Also Problem gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich so Situationen ja schon viele hatte, wo es jetzt alleine sein, Isolation schon oft, noch wildere Witterungsbedingungen, ganz viel Regen, Essen, Schlafmangel, egal was, wirklich ganz, 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 ganz oft schon gehabt.
Thema hat mir eigentlich nur echt gemacht, dadurch, dass ich schon hinflug oder zwei Tage vorher, bevor die Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen. Wald, mich hat irgendwo einen Rückenwirbel eine falsche Bewegung gemacht und seitdem ist ganz tief im Gesäßmuskel irgendeiner, der einfach nur gespannt, gezerrt, irgendwas ist und das komplett ins Bein reinstrahlt. Und das hat mich einfach ein bisschen behindert. Und das war halt echt nervig. Ja, das glaube ich. Von den Schmerzen halt her. Weil ich mich nicht so frei bewegen konnte und liegen wehtat, sitzen erst recht, gehen geht und stehen geht und ja, das war das Einzige eigentlich. Ja. Ansonsten alles tutti. Sehr cool, dass du trotzdem durchgezogen hast. Mit einem Gegenstand sind die Möglichkeiten ja ziemlich limitiert. Welchen Gegenstand hättest du zusätzlich gerne dabei gehabt oder dir in der Woche herbeigebracht? Gar keinen, sage ich. Er sagt gar keinen. Gar keinen. Er sagt gar keinen. Oder er hätte sich irgendwas gewünscht, dass es noch schwieriger wird. Wünscht. Nee, ich hätte sogar eher noch meinen abgegeben und gesagt, alles klar, noch ein bisschen. So habe ich auch den... Das ist halt Otto, Junge. Es ist halt, er hätte sogar eher noch seine Machete abgegeben. Wie er das gesagt hat, Digga. Ja, nö, ich hätte meinen abgegeben, wenn, ja. Oder dir in der Woche her... Wie er das gesagt hat, Junge. ...beigewünscht. Nee, ich hätte sogar eher noch meinen abgegeben und gesagt, alles klar, noch ein bisschen. So habe ich auch die Entscheidung gefällt an Tag 2 schon morgens früh, Junge. Ich lasse Essen weg. Am ersten Tag habe ich noch eine Kokosnuss mir vom Baum geholt und dachte, weißt du was, komm, leg noch eine Schippe drauf, wir lassen Nahrung komplett weg. Ja. Ich hätte den Gegenstand abgegeben, anstatt noch einen dazu. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung auch mal wünschen, Junge, oder sogar ans Herz legen? Das tue ich tatsächlich. Ist auch von mir so ein kleines Herzensprojekt, denn ich habe vor ein paar Wochen so ein Eltern-Kind-Wochenende gemacht. For free, für alle umsonst, wo halt auf dem Hof meines Vaters, der hat so einen Hobbyhof, er ist kein Landwirt, hat man irgendwie, glaub, 25 Kinder da und irgendwie 15, 18 Elternteile und mit denen wirklich Wasser filtern, Feuer machen, Shelter bauen. Ey, übel geil. Einfach als Gemeinschaftsgefühl geil zusammenwachsen, wieder in die Natur zu gehen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Horizont erweitern, Komfortzone vor allem für viele. Viele sind ja wirklich völlig überfordert, jetzt draußen zu schlafen. Sehen wir mal einen Knossi. Wo hat der angefangen und wo ist der jetzt? Bäm, der zieht die Tage durch. Ja. Von, ich weiß gar nicht, wie ein Feuerstarter funktioniert. Ich weiß, in einem Feuerstahl, ich weiß gar nichts zu, da ist er jetzt draußen. Das wird ihn... Deswegen habe ich noch immer gut geratet, gesagt, pass auf, in dem schlummert was, er muss nur gucken, dass er den Schalter umgelegt bekommt. Ja. Kann ich jedem raten, nur um das abzuschließen, ja. Gab es in den 7 Tagen für dich mal einen Moment, an dem du wirklich überlegt hast, abzubrechen? Imagine, Digga, nein. Also wenn überhaupt, hat er ja selber gesagt, bevor es losging mit dem Gesäßmuskel da, die Zerrung, aber nee. Beziehungsweise, was wäre ein Moment gewesen, in dem du den Knopf gedrückt hättest? Also Moment gab es gar nicht, mich rausholen zu lassen, also der Kopf spielt weder verrückt und ich habe da nichts, was irgendwie, wo ich denke, oh, jetzt muss ich mich rausholen lassen, also gar nichts. Was hätte dazu führen können? Eine schwere Verletzung. Also wirklich eine schwere, ich bin jetzt auch selber als Medic ausgebildet, das heißt, ich hätte schon gucken können, ist das jetzt schwer, komme ich damit, weil der Ehrgeiz packt einen ja schon, damit noch diese 2, 3, 4 Tage. Oder nicht, aber eine schwere Verletzung, wo ich weiß, okay, ein offener Bruch wäre eine schwere Verletzung, weil es wäre einfach dumm, wenn das sich infiziert. Safe, ja, ja. Da hätte ich auch gedrückt, ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie er selber lachen muss, Digga. Er hätte erst gedrückt, hätte er sich was ernsthaft offen gebrochen, Digga. So ein offener Bruch. Sonst weiß ich nicht. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht gedrückt. Also wenn ich irgendwo einen Knochen mir gebrochen habe, dann eventuell, ja. So, Junge. In den nächsten Wochen, Monaten und Jahren viel Spaß auf YouTube. Der Mann sieht einfach frischer aus als vorher. Das war so Urlaub, Junge. Er sieht auch ein bisschen gruselig aus. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Otto, aber einfach, weil er sich vor nichts fürchtet. Danke euch. Die Angst fürchtet sich vor ihm. Ich sag's, wie es ist. Holy shit, ey. Otto wirklich kurz Review gegeben vom Airbnb, wo er war. 5 Sterne von 5. Macher. Also wirklich ganz großen Respekt vor Otto. Und ich verstehe nicht, wie man so sein kann, aber ich habe Respekt davor, dass er so ist, wie er ist. Ey, wir haben jetzt noch das Interview von Nova und von Knossi. Ich freue mich unfassbar auf beide wirklich, weil das die sind, die am allerwenigsten Erfahrung hatten von allen, ja. Und die, beziehungsweise Sascha hatte ja auch mit am wenigsten Erfahrung, true. Aber die, am schlechtesten geratet waren im Vorhinein von den Zuschauern, würde ich sagen. Nova ist als erstes raus, Knossi mit als letztes raus, beziehungsweise hat durchgestanden. Ich bin sehr gespannt auf ihr Feedback dazu. Und ansonsten über Otto brauchen wir nicht reden, der Mann ist eine Maschine, ja. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns nachher noch bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt alle so fresh und gut aussehen und schnucklig wie immer. Und ciao.